Hallo und herzlichst begrüßt zu einem neuen Stellplatztipp. Zu einem netten Wochenende hätten wir gerne einen schönen Stellplatz und vielleicht mal etwas Interessantes von Griechenland, Südamerika, Afrika oder Spanien. Geht nicht? Dann lasst euch überraschen. Das Ziel der Reise ist Stemwede, unweit vom Dümmersee. Die Firma Rila bietet hier einen netten Stellplatz und einen Themengarten. Die Anfahrt auf den Stellplatz ist einfach und auch für größere Mobile problemlos. Es handelt sich um den Stellplatz Hollenmühle. Die Parzellen sind ausreichend groß und sehr gepflegt. Unsere Anfahrt betrug zwar weniger als eine Stunde, aber wir trudelten genau zur Kaffeezeit ein. Die Rezeption ist am Tag für eine Stunde persönlich erreichbar, telefonisch dafür umso besser. Für spontane Ausflüge steht auch hier ein Mietwagen zur Verfügung. Weitere Freizeitmöglichkeiten sind der Website zu entnehmen. Die formschöne Anlage des Stellplatzes ist von oben gut erkennbar. So, nun aber hinein ins Vergnügen. Der Übersichtsplan am Anfang gibt schon mal Auskunft darüber, was uns erwartet. Es folgt ein kleiner Rundflug durch die verschiedenen Welten. Zu den Details kommen wir dann später. Fangen wir mal an mit dem griechischen Teil und dem Restaurant La Pergola. Original griechische Steine und Skulpturen im Gewölbe-Weinkeller, ein aus Tuffstein gebauter italienischer Garten, eingerahmt in eine typisch mediterrane Pflanzenwelt sowie in eine griechische Wasserlandschaft eingebettete Taverne sorgen für ein nettes Ambiente. So sehen satte und zufriedene Kunden aus. Der Abend neigte sich dem Ende zu und wir ließen ihn am Wohnmobil ausklingen. Auf unserer abendlichen Hunderunde stellten wir dann fest, dass der Platz auch nachts eine gute Figur macht. Morgen geht's dann nochmal in den Erlebnisgarten und wir schauen uns die Länderreise dann nochmal genauer an. Ein neuer Tag und noch ein Blick von oben, bevor es dann auch gleich weitergeht. So, und wer hat jetzt die Reise nach Jerusalem verloren? Da ich nun meinen Sitzplatz an eine Fellnase verloren hatte, konnten wir jetzt auch los. Der italienische Garten wartet mit originalem italienischen Tuffstein auf, der die Wärme speichert und abends wieder dezent abgibt. Hier noch einen Blick in den griechischen Garten, den meine Holde ja schon zuvor beschrieben hatte. Im afrikanischen Garten treffen wir auf ein Areal aus einem Mix aus Wüste, Savanne und Steppe. Namibische Himba-Hütten, lebensgroße Giraffen und eine ganze Affenfamilie, die aus exportierten Autoteilen erbaut wurden. Im chilenischen Garten erwartet uns eine originalgetreue Nachbildung einer frühchristlichen Kirche aus dem Jahr 1789 der Indokultur. Der Glockenturm, Außenaltar und die Umfassungsmauer der Kirche begleiten uns in ein Bergdorf in den Anden. Im Innenraum der Kirche wurden mit Naturfarben auf dem Lehmputz Gemälde mit christlichen Motiven gezeichnet. Im Patio al-Andalus mit spanisch-maurischen Einflüssen befindet sich in einer von der Außenwelt abgeschirmten Atmosphäre und begeistert mit filigranen Motiven und Abbildungen der Alhambra sowie ein in der Mitte stehender großer weißer Marmorbrunnen.
Im Hochzeitsgarten gibt es das herzförmige Lavendelbeet mit Rosenstöcken und Buchsbaum sowie kleinen Lebenszitaten. Unbedingt noch zu erwähnen ist der Feinkostladen der Firma Rila, in dem nicht nur Schleckermäulchen auf ihre Kosten kommen. Wir haben ein sehr schönes und lehrreiches Wochenende verlebt, was von der Erlebnisgastronomie fein abgerundet wurde. So, nun ab nach Hause, aber wie sagt man so schön, nach der Tour ist vor der Tour und die geht, wenn alles klappt, nach Sardinien. Und damit ihr nichts verpasst, könnt ihr umsonst unseren Kanal abonnieren, das Glöckchen drücken ist großer Sport und wenn dieses Video zu gefallen wusste, bitte einen Daumen nach oben. Also bis plötzlich und wir nehmen euch gerne mit auf die nächste große Fahrt.